Like you coach said before, that we sort of at the same eye level, yeah. And both defenses were playing real good. Yeah. We didn't have, our offense was a little shaky because we had a few players that changed around because people were missing. The halftime, we talked about it, made adjustments because we had to find a weak point in the defense, which is very hard. And we finally did. And once we scored, and that sort of broke the thing for us. Well, like I said, both defense, we had a lot of respect for the defense. That's all we talked about, was the Joker's defense. And our strength is also our defense, we think. And normally our offense at the beginning was, we didn't show that much. The defense, like I said, the defense game in the first half. Yeah, we thought this would be a defense battle, but unfortunately in the halftime, you know, you find the right adjustments, but we are full of respect of your offense because your quarterback and your passing game, we know we have to stop that. And okay, you gave us hell with the run, starting with a good run in the second half, and I think this was a kind of a neck breaker. Sort of surprised us too, because that's one of our backup running backs, and he broke off, and that sort of got us really pumped up and got the thing rolling, just like you said. Yeah. That's all I got on my mind. It's how we got to try to, because I know he's going to adjust everything, and I know he's going to change up and be ready for us. I know that already, so we got to try to do the same thing to keep up. And I know this coach is going to be ready. Yeah, we try to, but we have to play another game before we see us again. And so, first of all, we have to think about the Franklin Timberwolves, but then we see us again. Yes, we will. Okay. Again. Congrats. Ja, wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen geschlafen. Wir sind aus der Halbzeit rausgekommen, waren eigentlich gute Dinge, waren total motiviert und haben dann gleich im ersten Offense Play haben wir gleich einen Touchdown Run bekommen über das halbe oder dreiviertel Feld. Und das war natürlich schon mal das erste große Problem, wenn du schon so schlecht anfängst. Und dann sind wir sukzessive, haben wir es nicht mehr halten können. Ja? Also die individuellen Fehler werden natürlich von so einem guten Team bestraft. Und die sind gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, wir hätten eigentlich mithalten können. Schade, ich denke, wir sind unter Wert geschlagen worden. Ja, also am Anfang hatte ich wirklich mal das Gefühl, dass wir mental absolut hier sind. Ja? Also, dass wir da ebenbürtig sind und dass wir uns da nicht verstecken müssen. Das war gut. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, sind es die Fehler gewesen, eigentlich die individuellen Fehler. Es hat auch nicht geholfen, dass wir heute unorganisiert in den Special Teams waren. Das hat eine unheimliche Unruhe reingebracht und so Unruhe an der Sideline überträgt sich dann auch aufs Feld. Naja, die Meisterschaft ist wahrscheinlich weg. Also das muss ich sagen, vor allen Dingen bei dem Score, bei dem Hohen, können wir uns davon jetzt halt verabschieden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die Meisterschaft verteidigen können. Gut, es ist ganz einfach so, aber die Playoffs sind jetzt noch in absoluter Reichweite. Dazu müssen wir nur noch ein Spiel gewinnen. Und jetzt haben wir 14 Tage Pause bis zum nächsten Spiel und jetzt müssen wir da ganz einfach gut trainieren, müssen das natürlich auch irgendwo abhaken, das Spiel. Ja, es ist halt ganz einfach so, jetzt haben wir verloren und müssen schauen, dass wir gegen die Franken Timberwolves ganz einfach die Playoffs klar machen. Aus, Punkt.